Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video. Heute will ich euch mal ein paar Tipps gegen Lags mit auf den Weg geben. Ja, Lags, kleinere oder auch größere Verzögerungen beim Spielen, die nerven und stören viele Spieler. Woran kann das liegen? Was könntest du machen, um die Situation so lagfrei wie möglich zu gestalten? Darum soll es in diesem Video gehen. Zunächst müssen wir zwischen verschiedenen Arten von Lags unterscheiden. Es gibt Lags, die durch dein persönliches Setup ausgelöst werden. Hier können wir zwischen Hardware, Software und Internetverbindung unterscheiden. Und dann gibt es Lags, die vom Server aus passieren, wenn der Server zum Beispiel überlastet ist oder so. Das war teilweise April, Mai so, wo dieser riesige Ansturm auf Fiesta Online war. Grundsätzlich sind die Server aber eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Zumindest meiner Erfahrung nach würde ich sagen, wenn du Lags hast beim Spielen, bin ich der Ansicht, dass es nicht so viel mit dem Server zu tun hat, dass das eher unwahrscheinlich ist, ja. Nur meine Einschätzung an dieser Stelle, weil ich hatte von Serverseiten her, ich kann mich nicht daran wirklich eine Situation erinnern, wo es mal wirklich geleckt hat, so dass es genervt hat. So, also kann ich mich nicht erinnern. Es ist sehr wahrscheinlich ein Problem an deinem Setup. Ja, das wollen viele Leute immer nicht wahrhaben, aber meistens ist es tatsächlich so. So, deine Internetverbindung. Ja, dieser Punkt ist natürlich leicht zu checken, ob du eine schnelle Verbindung hast oder nicht. Beziehungsweise du musst aufpassen. Ich würde mir da jetzt nicht irgend so ein komisches Programm runterladen, was angeblich deine Verbindung schneller machen soll oder so. Da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, ja. Aber ansonsten kannst du ja beim Surfen im Internet, beim YouTube-Videos anschauen, checken, hey, habe ich eine schnelle Internetverbindung oder nicht? Weil das ist ein ganz wichtiger Voraussetzungspunkt. Ist heutzutage nicht mehr so schwierig, weil es hier nur um den Download-Speed geht. Recht guten Download-Speed kriegt man in Deutschland relativ einfach und auch relativ günstig. Upload-Speed ist manchmal ein bisschen schwieriger, da habe ich ja auch noch Probleme, was Upload-Speed anbetrifft. Aber wenn du jetzt spielen möchtest, dann zählt natürlich nur der Download-Speed, beziehungsweise genau genommen zählt auch ein bisschen der Upload-Speed, aber nicht so wirklich viel. Da geht es eher um den Download-Speed und ja, guck halt, dass du da eine stabile Leitung hast. So, wenn wir jetzt zu deinem persönlichen Setup in Sachen Hardware und Software kommen, das ist natürlich eine sehr detailreiche Frage. Ach so, generell würde ich dir auch mal empfehlen, was auch noch nützlich ist, einfach immer mal im Forum vorbeischauen. Da steht meistens, wenn eine Serverwartung ist oder wenn irgendwelche Lags, warum auch immer, sind. Da wird es manchmal sogar angegeben. Also schau auch mal im Forum vorbei, um sicher zu gehen, dass es halt nicht von irgendeinem anderen Grund auskommt. So, dein Setup. Also Hardware und Software. Wo fangen wir da an? Betriebssystem. Ich verwende Windows 8.1. Da funktioniert es super. Zuvor hatte ich Windows Vista verwendet, das hat auch super funktioniert. Die meisten von euch werden Windows 10 verwenden, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ja. Da kann ich also nichts zu sagen, müsste aber inzwischen auch auf Windows 10 gut laufen. Ich weiß, in der Anfangszeit hat man da im Forum hin und wieder so ein paar Beiträge gelesen, dass da irgendwas geruckelt hat oder so. Wie bereits gesagt, Forum, technischer Abteil, da auch mal gucken, da findet ihr auch viele nützliche Informationen. So, was jetzt Software anbetrifft, da haben viele Leute häufig unnötige Programme im Hintergrund laufen. Auch das Thema Autostart von Programmen ist tatsächlich wichtig. Also, wenn ihr euch mit eurer persönlichen IT auskennen möchtet, dann ist der Task Manager wirklich einer eurer besten Freunde. Im Task Manager könnt ihr prüfen, was für Hintergrundprogramme laufen hier eigentlich. Brauche ich die? Ich habe mir zum Beispiel mal so ein Programm runtergeladen, mit dem man verschiedene PDF-Dateien zu einer großen zusammenkleben kann, ja. Und das hatte dann auch den Autostart aktiv. Das ist immer im Hintergrund gelaufen. Ich dachte mir, das habe ich einmal verwendet. Warum läuft das immer im Hintergrund? Ja, brauche ich nicht. Es gibt aber natürlich ganz wichtige Hintergrundprozesse jetzt von der technischen Seite, die ihr nicht ausschalten dürft, ja. Sonst macht ihr noch irgendwas kaputt sozusagen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da müsst ihr euch ein bisschen auskennen. Aber ich sage euch, viele von euch werden über den Task Manager ihre Situation noch nicht optimiert haben. Ich schätze mal, dass bei euch da ein paar sinnlose Programme laufen im Hintergrund. Aber muss man ein bisschen gucken und sich auskennen, sonst schaltet man noch was Wichtiges aus. Genau. So, was haben wir noch? Ja, auch stets regelmäßig die Updates von eurem Betriebssystem machen. Da werden dann im selben Zuge meistens auch noch andere Programme auf den neuesten Stand gebracht.
Grafikkarten, Treiber, was es da alles gibt. Das kann theoretisch ein so ein kleines Problem in diesem riesigen Puzzle sein, ja. Also da auch immer die Updates machen und dann dürftet ihr eigentlich die besten Chancen haben, dass das Spiel nicht laggt. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Video vielleicht ein paar potenzielle Ursachen herausfinden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Ciao.